Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Daily Vlog. Ich habe es ja schon angekündigt, dass es jetzt eine Woche Daily Vlogs von mir geben wird, die, wenn ihr die seht, allerdings eine Woche alt sind. Aber ist nicht so schlimm. Wie man vielleicht unschwer erkennen kann, sind wir nicht zu Hause. Wir sind eine Woche woanders und ich werde euch einfach so durch die Woche nehmen. Mal gucken, was so passiert, was ich euch zu erzählen habe. Ich hatte einfach mal wieder Bock auf so eine Woche Daily Vlogs. Ich muss jetzt noch mal kurz losfahren. Noch ein paar Kleinigkeiten einkaufen und dann werde ich erstmal unsere Sachen auspacken, weil wenn man 5 Tage zu dritt irgendwo anders schläft, mein ganzer Kofferraum war voll. Mein ganzer Kofferraum war voll. Ich zeige euch gleich mal unser Gepäck. Das brauchen wir für 5 Tage und denkt euch jetzt einfach noch einen großen Kulturbeutel dazu. Und eine Kühltasche. Das sind alles nur Klamotten der Kinder. Das sind meine Klamotten. Das ist so Spielzeug und Radio und so ein Gedöns. Hier ist so mein Technikkram drin und die DVDs und mein Buch, was ich aktuell lese. Also ja, und ich habe schon echt minimalistisch gehalten, wie ich finde. Übrigens, andere Leute hätten das wahrscheinlich in den Koffer gepackt, aber naja. So sieht es halt bei mir aus. So, ich fahre jetzt noch mal ein bisschen was einkaufen. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, mir fehlen noch so ein paar Sachen, die ich gerade eingekauft. Und ich habe uns für die Woche mal einfach sowas hier mitgebracht. Das fand ich früher immer richtig, richtig cool. Wo man hier 6 verschiedene Cornflakes-Packungen drin hat und sich dann quasi aussuchen kann, auf was man an diesem Tag Bock hat. Genau. Das habe ich heute mal mitgenommen für die Woche für uns. Ich glaube, das ist meine. Und vielleicht eine Nesquik. Mal gucken. So, und jetzt muss ich erstmal den ganzen Krempel aufräumen. Also das, was ich gerade eingekauft habe. Und unsere Sachen werde ich dann mal so ein bisschen dahin räumen. Zumindest in die Zimmer räumen, in die die gehören. Und dazu werde ich jetzt... Achtung, ich habe in meinem Handschuhfach gefunden eine Best Off-CD von Britney Spears. Die höre ich jetzt seit 2 Wochen im Auto. Ich habe mir die gerade aus dem Auto mitgebracht, weil wir haben ja ein Radio mitgebracht. Werde ich mir die jetzt gleich reinlegen und anhören, während ich das jetzt alles mache. Britney Spears Best Off. Mega. I'm not a girl, not yet a woman. Ja. Also das soll ja hier eine fernsehfreie Woche werden, habe ich mir überlegt. Aber ich hatte so gedacht, dass ich mir ein paar DVDs mitnehme, die ich mir dann eventuell, dass ich mal abends über einen Laptop einen Film gucken kann. Und die wollte ich euch kurz zeigen. Und ich hatte halt so vorsorglich 3 Sachen auch für die Kinder eingepackt und bin jetzt tatsächlich auch ganz froh, dass ich das gemacht habe, weil es heute regnet. Und ich keine Ahnung habe, ob das heute nochmal aufhört. Und wir dann halt die Option haben, heute so am späten Nachmittag dann vielleicht mal einen Kinderfilm zu gucken. Also, ich habe mitgenommen, auf solche Filme stehe ich ja total. Das ist Madame Mallory und der Duft von Curry. Dann habe ich Into the Woods mitgenommen. Das ist ja eher was Lustiges, aber ich mag halt sehr die Schauspieler, die drin mit vorkommen. Ist wahrscheinlich jetzt nur sowas, ne? Mal so für zwischendurch, für nebenbei. Und das hatte mich tatsächlich sehr interessiert von Steve Jobs, die Biografie. Genau. Und dann, deutsche Filme sind bei mir immer ein bisschen schwierig, aber auch das so zum Mal nebenbei gucken, ist es ganz okay. SMS für dich. Der ist ja schon ein bisschen was älter. So, und für die Kinder habe ich mitgenommen, Achtung, Außerirdische, der Kinofilm. Ja, mit Feuerwehrmann Sam. Dann Ferdinand geht stierisch ab. Das ist, glaube ich, auch ganz lustig. Und Peter Hase. Genau, die habe ich für die Kinder noch mitgenommen. Also alle 3 werden wir nicht gucken. Mal gucken einfach, wofür die sich entscheiden. Haben sie ein bisschen Auswahl. Und ich werde auf jeden Fall die Biografie von Steve Jobs gucken und ansonsten mal sehen, was ich mir noch so reinziehe. Das kann ich euch ja dann die Tage erzählen. Wenn wir gerade mal bei sowas sind, kann ich euch auch zeigen. Das Buch, was ich mitgenommen habe, ist von Sebastian Fitzek. Ich habe da tatsächlich noch nie etwas von ihm gelesen. Weil das eigentlich nicht so mein Genre ist. Ich bin jetzt sehr auf seinen Schreibstil gespannt. Aber dieses Buch wurde mir einfach unglaublich oft empfohlen. Und wir lesen das jetzt in unserem
Lesezirkel oder in beiden meinen Lesezirkeln. Und das ist Fische, die auf Bäume klettern. Ein Kompass für das große Abenteuer namens Leben. Und das möchte ich jetzt eigentlich auch die Woche auslesen. Ich habe noch nicht angefangen, werde ich jetzt aber gleich. Und bin schon sehr gespannt drauf. Und dann habe ich uns, also uns, den Kindern für abends, zwei neue CDs mitgenommen. Die sind noch verschweißt. Und zwar sind die von Wolkeninsel. Das sind 10 Geschichten und 10 Kinderlieder. Und da gibt es dann auch noch die Rira Riesenrutsche, auch 10 Abenteuer und 10 Kinderlieder. Und bin ich schon sehr gespannt drauf. War eine Empfehlung auf Instagram, deswegen habe ich die besorgt. Und werde euch da die Tage nochmal ein Feedback zu geben, wenn wir die dann gehört haben, wie die so sind. Ob man die mal hören kann. Wir waren vorher noch bei Rossmann. Da habe ich das hier mitgenommen. Auch jetzt gleich zum Spielen. So ein Holzperlenset. Das machen tatsächlich auch beide sehr gerne. Dass sich solche Ketten fehlen. Das werde ich ihnen jetzt gleich geben. Und jeder hat sich einen neuen Rucksack ausgesucht. Vince einen mit Raketen. Und Svea einen mit Stern. Ja, und jetzt gibt es erstmal was zu essen. Neben mir wäscht gerade der Geschirrspüler. Ich hoffe, das geht. Die Kinder sind im Bett. Machen wir jetzt noch einen Tee. Weiß noch nicht. Was ist denn das? Ah, nee. Muss ich gleich mal gucken. Ja, das ist doch, glaube ich, gut. Und werde mir heute angucken SMS für dich. Danach ist mir heute gerade so einer leichten, locker, flockigen Liebesschnulze. Morgen kann ich euch ja dann erzählen, wie mir der Film gefallen hat. Die Kinder haben übrigens heute Nachmittag den Feuerwehrmann Sam-Film angefangen. Der hat denen aber nicht gefallen und wir haben wieder ausgemacht. Achso, genau. Und damit ist ja der erste Daily Vlog für heute beendet. Und wir sehen uns dann morgen wieder.